Moin, moin, ihr schroffen Jungs und Mädels und herzlich willkommen hier auf dem Klo mit Shantae, Half Genie Hero. Und ihr seht schon ein Game Boy Color Spiel. Eins der letzten erschienenen Game Boy Color Spiele, kann man direkt mal dazu sagen. Von WayForward programmiert, von Capcom vertrieben und mittlerweile schon ein über 20 Jahre altes Franchise, was ja auch noch viele Nachfolgespiele irgendwie auf den Markt geschafft hat. Und zum 20-jährigen Jubiläum gab es ein Remaster von diesem Spiel. Also, wenn man nicht Bock hat, das Geld für das Originalmodul auszugeben, hier für den Game Boy Color, was wir uns heute anschauen, dann wäre vielleicht dieses Remaster etwas für euch. Über Preise sprechen wir gleich noch. Wir gucken jetzt erstmal rein. Der Männlichkeitsmuffin ist gestellt auf, ich sag mal so 5-6 Minuten. Mal gucken, wie lang wir es wirklich spielen, weil manchmal fesseln mich solche Spiele ja auch und ich möchte so diese erste Berührung vielleicht mit dem Endboss mal haben oder das erste Level zumindest mal abschließen irgendwie. Vielleicht kriegen wir das ja mal hin. Ja, WayForward sind ja auch bekannt für gute Remaster, ne? Damit sind sie so in meiner Erinnerung das erste Mal aufgetaucht. Ein schönes Remaster von DuckTales seinerzeit. Ja, und mittlerweile eben auch von ihren eigenen Spielen machen sie schon Remaster. Noch ein Ding, was nennenswert wäre, wäre so eine Neuauflage von A Boy and His Blob. Also kein wirkliches Remaster oder so, sondern eher ein Reboot von A Boy and His Blob. Ein Franchise, was ich schon irgendwie interessant und cool finde, aber was immer super nervig irgendwie war auf dem NES und Game Boy. Und diese Auflage von WayForward, die hat auch richtig Bock gemacht. Das muss ich mal direkt sagen. So, wie geht denn jetzt hier die Story los? What? Not another pirate attack. Also nicht schon wieder ein Piratenangriff. Ich warne besser mal Scuttletown. Jawohl, denn Scuttletown ist das Städtchen, auf das unsere liebe Shantae aufpassen muss. Man sieht es ja schon an der Klamotte. Ne? Sie ist ein Genie. Sie hat so eine Pluderhose an. Daran erkennt man immer zweifellos, dass jemand ein Genie ist. Uah, was ist das denn? Eine super schnelle Doppelattacke. Guck mal, wenn man diesen Fleck gerade so sieht. Oh, das war zu knapp. Okay. Ich muss noch ein bisschen das Timing rausbekommen hier. Das hätte ich, glaube ich, geschafft. Kann ich auch rennen? Ich glaube nicht. Doch, ich kann rennen. So, wir... Oh, Mann! Wow, 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 wow! Wir rennen mal richtig hier. Wow, und voll in den Abgrund. So eine Scheiße. Ah, okay, sollte man nicht tun. Den ersten Abschnitt vielleicht rennen, den nächsten dann vorsichtiger. So, und als Halbgenie hat sie den Auftrag, eine Stadt zu beschützen. Im Lauf der weiteren Spiele wird man auch noch andere Genies kennenlernen. So, ab hier gehe ich jetzt mal langsamer. Die dann wahrscheinlich auf andere Städte aufpassen und so weiter. Aber ich bin in der Serie überhaupt nicht drin. Also ich habe wirklich keinen einzigen Ableger bisher gespielt. Das ist heute hier auch meine erste Berührung. Ja, und ich merke direkt, die Steuerung ist richtig Butter. Ne? Also die reagiert umgehend, die gute. Und es steuert sich, wie man das so erwartet, von einem Capcom-Spiel. Aber es ist ja überhaupt nicht von Capcom gemacht, sondern... flitzen wir mal schnell weiter hier. Sondern wie gesagt von WayForward. Aber also wenn es mir keiner erzählt hat, hätte ich jetzt gedacht, okay, das hat Capcom hier aufgestellt, das Ganze. Weil meine Steuerung kommt schon richtig gut hin. Was haben wir jetzt? Ich kann hier gerade nichts bewegen. Wahrscheinlich wird die Story jetzt noch ein bisschen weiter getrieben. Aber guck mal, keine Damage bisher. Sehr gut. Oh, da kommen irgendwelche fiesen Gesellen aus dieser Kugel. Und eine Gegenspielerin, möchte ich mal sagen. So, Shantae sagt, ah, du steckst also hinter dieser Attacke. Risky Boots, die Frauenpiratin oder die Piratin. Risky sagt, oh, das hat gesessen. Sorry dafür, für dein Häuschen. Ich dachte, du wärst ein Beschützer. Und nicht ein kleines, meckriges Kind. Ah, macht ja nichts. Gahol, du! Sie hat gesagt, ich geh jetzt noch ein bisschen plündern hier. Ciao! Ja, oh, she's up to no good. Sie hat nichts Gutes im Sinn, das ist klar. Okay, wenn ich meinen Job als Genie für Scuttletown behalten möchte, dann sollte ich sie besser aufhalten. Ja, da hat man es jetzt schon ein bisschen gehört. Es geht darum, dass sie die Stadt beschützen soll. Und Half-Genie, ja, das wird wohl irgendwie so ein bisschen in der Story erzählt. Früher gab es natürlich die Genies, die Mensch und Land beschützt haben. Und naja, durch irgendeine Neuordnung gibt es jetzt nur noch Half-Genies. Was da genau hintersteckt, kann ich euch jetzt nicht im Detail erzählen. Aber dafür sollte man sich vielleicht selbst noch ein bisschen mehr mit der Story hier auseinandersetzen. Ja, man merkt schon, man kann hier so schön butterig durch, ne? Also die Attacke sitzt... Die Steuerung fluppt, das Level-Design ist okay. Ne, also, ach, wir können hier wirklich vernünftig vorwärts kommen. Was fliegen denn hier noch alles für Leute raus? Man muss immer nur ein bisschen aufpassen, dass man hier nicht von diesen Dingern erschlagen wird. Ne? Oh, da können wir uns ein bisschen Energie wieder aufpflanzen. So von der Optik her hier, ne? Scuttletown, so ein bisschen arabisch, erinnert mich so ein bisschen an die allererste Welt bei Aladdin auf dem Super Nintendo, was ja nun mal auch für mich ein mega schöner Klassiker ist.
Soundtrack gefällt mir auch. Das muss ich bei Game Boy Color sowieso mal sagen. Ich habe ja null nostalgische Verbindung zum Game Boy Color, weil ich nie einen besessen habe. Also bis heutzutage natürlich. Aber die Soundtracks, die sind oft richtig gut. Wir haben uns ja schon so ein paar Spiele hier angeguckt. Und da war immer so ein leichter C64-Vibe bei mir zu spüren. Ja, und auch optisch gefällt mir das ganz gut, was man hier auch sieht. Da sieht man aber auch, dass das Spiel wirklich einer der späten Ableger auf dem Game Boy Color ist. Ne? Das ist sowas, das könnte auf dem NES zum Beispiel nicht funktionieren. Ach, guck mal, jetzt ändern sich ja auch noch Farben. Es scheint ein Feuer ausgebrochen zu sein. Tatsächlich, ja, schön umgesetzt, ne? Ah, Mann! Die haben aber auch teilweise richtig beknackte Plätze, wo die sitzen oder einem so ins Gesicht springen. Aber nicht unfair. Ich habe einfach nur so halb hingeguckt. Uah. Na, ich muss aber bestimmt hier hoch. Genau. Uah. Aus dem Fass raus. Ja, Zeit ist abgelaufen, aber wir wollen natürlich einmal eben noch diese Welt zu Ende bringen. Möglicherweise schneide ich euch ein bisschen was zusammen, aber wir haben natürlich über einen wichtigen Punkt noch gar nicht gesprochen, und zwar der Preis. Mein lieber Vater, da bin ich ja fast hintenüber gefallen, weil auf dem Game Boy Classic gibt es ja teilweise auch Spiele mit hohen Preisen und wo man einfach nicht versteht, wo kommt das denn bitte her? Das Spiel hat aber auch mal wieder so richtig was gesprengt, denn wenn ich, also da fällt mir jetzt auf dem Game Boy kein Spiel ein, was dermaßen teuer ist. Ja, ich mach's nicht länger spannend. Das reine Modul ist vor einiger Zeit noch verkauft worden, ist für 500 Euro verkauft worden. Das ist schon mal eine ordentliche Ansage. Sowas sieht man auf dem Game Boy Classic wirklich für ein reines Modul sehr, sehr selten. Also ja, es gibt Fälle, aber sehr selten. Und OVP ist in letzter Zeit nicht verkauft worden. Ich kann also keinen wirklichen Marktpreis nennen. Aber ja, jemand hat es im Angebot zum Sofortkauf für 6.000 Euro, Alter. Für eine OVP davon. Okay, kann man machen, kann man machen. Ja, aktueller Angebotsstand zu meiner Recherche war 2.700 Euro. Also da gab es auch schon genug Leute, die ordentlich... Ah, guck mal, dadurch, dass sie hier so vor die Wand hauen, das ist ja eine coole Mechanik hier. Ah, Timing, ne? Oh, da kommen wieder Erinnerungen bei mir an Crash Bandicoot, wo es so ähnliche Passagen gab. So, das machen wir doch eben noch zu Ende. Also, ey, so ein Preis, oder? Hammer, hammer hart. Deswegen kann ich natürlich wahrscheinlich eher empfehlen, dass man sich das Reboot mal anschaut. Das ist natürlich dann optisch auch nochmal... Also wirklich extrem schön aufgeholt. Super tolle Charakterzeichnungen, die dann für die Dialoge nochmal so groß ins Bild geholt werden. Die ganze Spielgrafik ist auf HD. Was klauen die denn da für einen Grill? War doch ein Weber-Grill, oder? und ja, also das ist bestimmt eine Empfehlung wert. Hat auch super gute Rezensionen bekommen und sollte auf jeden Fall mal so mit auf meinen Zettel. Denn das hier macht richtig Bock. Ich mag ja Jump'n'Run-Spiele. Winnig! Hey, alter Mann! Bist du okay? Oh nein! Was haben diese Tinkerbats oder so? Also Sammel, was sie aus meinem Workshop geklaut haben hier. Wir müssen sie aufhalten. Tinkerbats, wie können wir das denn über Schrottfledermäuse? Sie sind mit meinem Steam-Engine abgehauen. Oh nein, was ist das denn? Ich erkläre es dir später. Jetzt müssen wir erstmal das Ding zurückbekommen. Stay put, I'll handle this. Okay. Komm schnell hinterher. Wir machen schnell. Aber guck mal, durch das Laufen, also die Gameplay-Mechanik hier, die kann einem das aus... Also die legt einem das so aus. Wenn man schnell durchflitzen will, da machen sie einem einen Strich durch die Rechnung. Die Gegner, die springen und hopsen trotzdem genau dahin, wo man es nicht gebrauchen kann. Man kann nicht einfach weglaufen vor der Gefahr. Oh, wir sind auf dem Piratenschiff. Vielleicht sehen wir doch noch eben den ersten Boss oder sowas. Da ist sie doch schon wieder. Piggy Boots. So, das ist weit genug, Risky. Wo ist der Motor? Hä? Ist doch nicht dein Business. Viel wichtiger, die Leute haben meinen Meer benutzt, ohne dafür zu bezahlen. Und jetzt... Bist du in einer Menge heißem Wasser? Das ist ja wohl albern hier. Der Ocean ist free für uns alle. To enjoy. Ja, was denkst du denn, wer du bist? Wer ich bin? Ich bin Risky Boots, die Königin der sieben Meere. Und jeder, der mich aufhalten will, der wird flach gequetscht. Männer! Was? Oh, was hat sie jetzt gerade gesagt? Irgendeinen extra harten für Mami rauslassen hier? Extra harten Schuss? Oh Gott. Ah! Okay, das war alles unbe... Ich habe nur noch ein halbes Herz. Ich werde hier gleich vernichtet. Boom. Okay, ja. Ich würde jetzt mal eben probieren, ob wir diesen Endboss-Fight schaffen können. Okay, die bouncen immer zweimal auf. Dann kommen die hier. Ah, okay, das Fass, darum geht es. Wir sollen das Fass... So, da kommen sie wieder. Jetzt das Fass etwas bearbeiten. Das war eine gute Vorstellung. Okay, die kriegen wir gleich.
Ah, cooler erster Endbosskampf. Bumm. Da kommen wir drunter weg. So, das ist doch mal eine Mechanik, mit der ich arbeiten kann hier. Boom! Oh, jetzt geht der Kampf, glaube ich, erst richtig los, ha? So, jetzt habe ich das verstanden. Man muss ihn da damagen und damit quasi die einzelnen Fenster kaputt machen. Schöner zweiteiliger Bosskampf, würde ich mal sagen. Ja, diesmal habe ich es nur leicht mit dir angestellt. Aber das nächste Mal kommt mein Steam-Powered and Unstoppable-Angriff. Sehr schön. Ja, sie hat also zugegeben, dass sie den Steam-Engine hat. Und jetzt ist sie abgedüst. Okay. Ja, cool. Mann, Mann, Mann. Schöner Wunsch. Schade, dass ich da noch nie Berührung mit gehabt habe. Und jetzt verstehe ich auch so ein bisschen den Hype hinter diesem ganzen Franchise. Es ist ja wirklich ein mega, mega gutes Jump'n'Run. Ohne mal die typischen Superhelden wie Super Mario, Crash Bandicoot oder so. Und mal ein schönes weibliches Gegenstück. Jo. Das hat richtig Laune gemacht. Ich hoffe, ich konnte es euch ein bisschen zusammenschneiden, dass ihr hier nicht eine mega lange Gameplay-Session mit mir habt. Aber das Spiel hat mich so in den Bann gezogen, dass ich zumindest mit euch den ersten Level komplett abschließen wollte. Cooler Wunsch. Lieben Dank an Dennis nochmal für diesen coolen Wunsch. Gerne eure Wünsche in die Kommentare, dann kommen sie auf die List of Weidiklo. Ich sag bis zum nächsten Mal. Kommen Sie wieder, bleiben Sie geil und immer schön schroff bleiben. Ciao. Tschüss.